1930 einen Empfang für die Olympiateilnehmer in München. Wie ist Ihr Eindruck? Ja, es ist toll und das sind herzlichen Dank an alle, weil das ist der Augenblick, wo die Athleten geleistet haben, wo sie merken, jetzt sie sind Olympiasieger, sie sind Medaillengewinner und das ist dank dieses großartigen Publikums hier. Also vielen Dank an alle, die da sind und vielen Dank an alle, die uns die ganze Zeit die Daumen gedrückt haben. Herr Dr. Bach, Sie haben sich dort auch schon präsentiert in Vancouver, gemeinsam mit Pyeongchang und Anxi, dem Bewerber für die Olympischen Spiele 2018. Was haben Sie für einen Eindruck? Wie wird die Münchner Olympiabewerbung im Ausland dort aufgenommen? Ja, wenn man die Bilder heute Abend hier sieht, das wird uns allen helfen, diese Bewerbung weiter nach vorne zu treiben. Und dann hoffe ich, dass wir uns alle wiedersehen im Jahr 2018 hier auf diesem Balkon nach Olympischen Spielen in München. Das müssen wir uns den André nochmal vornehmen. Da ist der André.